Eine neue Ausgabe des App-Checks hier bei Dercho TV. Wie gesagt, kommt irgendwann random einfach mal. Nicht nur unbedingt am Donnerstag, aber heute ist Donnerstag, wenn ihr dieses Video seht. Deswegen kommt es heute am Donnerstag. Ja, und heute geht es um eine besondere App. Sie ist nicht besonders, sie ist aber auch erst seit einigen Wochen draußen. Es geht nicht um die Corona-Warn-App, keine Sorge, wir werden jetzt nicht die von den anderen Ländern präsentieren, auf keinen Fall. Wäre auch wegen Geoblocking und so, wäre es auch eher, würde sich nicht richtig anfühlen, würde sich eher falsch anfühlen. Es geht um Pokémon Café Mix, ja, ein neues Handy-Game, was ja im Rahmen einer Pokémon Presents ja vor einigen Wochen angekündigt wurde. Die App schauen wir uns mal an und das Besondere dabei ist, es läuft nun dementsprechend alles. Denn ja, alles ist besser. So kann man das ungefähr beschreiben. Jetzt hier im App-Check. Und damit willkommen zum App-Check hier bei Dercho TV. Ja, wie immer gibt es natürlich die Möglichkeit, hier diese wundervolle App zu präsentieren. Und ab heute ja auch ist es sogar auch noch sehr schön, wenn mich erstens mal hier so viele Menschen nicht auf mein Handy anschreiben würden, weil ich brauche es gleich, um euch die App zu präsentieren. Ja, Pokémon Café Mix für drei Plattformen geradewegs, beziehungsweise für zwei Betriebssysteme und einer Gaming-Plattform. Ja, denn es ist ein besonderes Spiel. Wir wissen ja, wenn wir über Pokémon denken und Plattform, wo gibt es es immer? Bei Nintendo. Wenn es um Mobile Games geht, dann wissen wir, wir kennen Pokémon Home. Das ist ja eher dieser Nachfolger von Pokémon Bank, um die Pokémon rüber zu schicken. Aber wir kennen auch Pokémon Go. Das ist ja quasi ein eigenständiges Spiel. So auch Pokémon Café Mix, was vor wenigen Wochen erschienen ist, was aber auch, das möchte ich auch gerne sagen, für drei Plattformen nämlich da ist. Einmal für iOS, für Android und für, ja, die Nintendo Switch. Ja, ihr könnt es nämlich auch für die Nintendo Switch, sagen wir mal, herunterladen. Ist natürlich auch jetzt schon verfügbar, denn das Ganze läuft nämlich so ab, dass ihr da nämlich ja, ein Café nämlich für Pokémon natürlich gründet. Ich habe jetzt mal hier das Video laufen lassen oder lasse ich jetzt einfach mal laufen. Ich zeige euch gleich mal, wie es nämlich funktioniert, denn wie gesagt, es ist ja von System zu System ein bisschen anders. Über Android ist es etwas anders als wie zum Beispiel bei der Switch, so kann man das sagen. Ja, man muss nämlich hier ein Puzzle machen, kennt man wahrscheinlich von vielen anderen Dingen. Viele dieser Pokémon zusammenbringen, hier zum Beispiel verschiedene Glumandas, Pikachus und so weiter. Und dann gibt es auch leckere Gerichte, die gemacht werden mit den jeweiligen Pokémon. Also, wir sehen zum Beispiel hier, da ist ein Glumanda mit dabei, ein Trasla, ein Pikachu und so weiter. Viele kennen wahrscheinlich diese Pokémon nicht. Also, Togepi kennt man wahrscheinlich eher. Und ja, natürlich auch klar, da werden wir mal kurz gucken. Da haben wir sie nämlich Manfaxus mit dabei, Pikachu, natürlich hier die Kanto-Starter, Bisasam, Shigi Glumanda, natürlich auch Riesenkopf, Pikachu, Pummeluff, Mauzi. Ne? Sabayone, Staralili, auch Lucarius mit dabei, hätte ja eher so ein Baby Riolu sein können. Und natürlich Evoli, was so ein bisschen in die Breite gezogen ist, finde ich. Ja, sollte ja auch so ein bisschen so der leichte Zeichentrick, wie soll ich sagen, Zeichentrick-Flair irgendwie sowas sein. Ja, ist recht interessant, gibt es wie gesagt für auch noch für Android und iOS, deswegen ist es auch hier zu finden jetzt im App-Check und da gucken wir mal genauer auf die App drauf, denn sie ist wie gesagt seit einigen Wochen erhältlich, ich glaube so seit 2, 3, 4 Wochen. Also schon, ja, ich glaube, einen Monat, schon mehr als einen Monat mit dabei. Und wenn wir auf die Bewertungen im Google Play Store unter anderem gucken, schneidet sie bei über 50.000 Bewertungen sehr gut ab. 5 Sterne am meisten abgegeben, 4,5 sind es insgesamt. Dann natürlich klar, dann gibt es erstmal 4, dann 3, dann 1 und dann 2 Sterne. Also je nachdem, wer wie das Ganze bewerten will, gibt wahrscheinlich auch negative, so auch positives Feedback, wenn man das Ganze, das mal so mal ein bisschen mitnehmen will. Ihr seht es auch, es gibt, wie gesagt, auch In-App-Käufe von 1,09 € bis 8, 89 € bis 90 €. Ihr könnt da, wenn ihr wollt, Geld investieren. Das ist alleine immer noch eure Entscheidung, ob ihr das wollt oder nicht. Je nachdem, wie man das machen will. Und klar, ab Android 6 oder höher muss das Ganze sein, wenn ihr ein älteres Android-Handy besitzt.
dann wird es nicht möglich sein. Zuletzt gab es halt auch Updates, wie gesagt, Fehlerbehebungen. Das ist auch unter anderem mit dabei im App Store von Apple nämlich, also für iOS, fürs iPhone unter anderem. Ob es auf dem iPad spielbar ist, ich glaube schon. Ja, das sieht man nämlich auch hier. Auf dem iPad ist es auch spielbar. Das sieht man immer hier so schön, dass man hier auf Screenshots klicken kann und dann sieht man auch nochmal hier schön die Bilder. Das Ganze kann man ja auch im Google Play Store machen. Hier hat es ebenfalls eine gute Bewertung gekriegt, sogar 4,6 sogar. Also ne, sogar etwas besser. Und wir sehen am meisten 5, dann 4, dann 1, nee, dann 2 und dann 3 Sterne. Auch eine zufriedenstellende, sagen wir mal, Rezension könnte man sagen. Und hier ist auch aufgelistet, ab wie viel man wie viel hier was holen kann. Ab 1,09 € bis 34,99 € sieht man hier entsprechende Sets, die man sich hier holen kann. Wir gucken da nur so entsprechend später nämlich drauf. Aber man braucht hier iOS 12 oder höher. Wie gesagt, kompatibel mit iPhone, iPad und dem iPod Touch. Das ist ja quasi ein iPhone halt, nur damit kann man nicht telefonieren. Und gibt es natürlich ab 4 Jahren und ist 117 MB groß, während es bei Google Play 88 MB groß ist. Also etwas kleiner ist es dann auf dem Androiden-Gerät. Ja, und da schauen wir jetzt drauf und das ist sogar heute auch noch eine Premiere, denn ihr habt ja beim letzten Mal gesehen oder in den letzten Ausgaben des App-Checks, dass ich eine andere, also dass ich quasi ja eigentlich versucht habe, das irgendwie abzugreifen. Jetzt die letzten paar Male, als es den App-Check hier gab, habe ich das mit einer App über mein Handy gemacht und dann darüber das quasi kommentiert, was ich gemacht habe. Ging letztes Mal bei der Corona-Warn-App nicht, aber jetzt geht es definitiv mit den anderen Apps und da könnte man theoretisch auch nochmal die Corona-Warn-App zeigen. Es reicht, wenn ich es einmal gemacht habe und so. Aber nun gut, es geht jetzt nicht um die Corona-Warn-App, sondern um Pokémon Café Mix und da schauen wir jetzt rein. So, liebe Leute, so sieht das jetzt aus. Das mache ich mit einer speziellen Software, die nur für den PC quasi da ist. Man muss das Handy einfach nur im Entwicklermodus in den USB-Debugging-Modus bringen. Kann man über die Entwickleroptionen im Übrigen machen. Ist auch sehr interessant, das Ganze zu machen. Könnt ihr auf diverse Technikseiten wie chip.de und so mitverfolgen. Wir starten. Pokémon Café. Da verwandelt sich jetzt unser Handy in die seitliche Position, weswegen ich das jetzt auch nochmal machen muss. Ich hoffe, da stürzt mir gleich das Handy nicht ab und ich hoffe auch, dass das Handy das Ganze überlebt. Da sehen wir es jetzt und wenn wir direkt starten, können wir die Spracheinstellung machen. Selbstverständlich auf OK. Ihr werdet den Ton erstmal nicht hören. Natürlich dann auch die Regionauswahl. Ihr seht es ja weltweit. Wir gehen auf Deutschland, geben unser Geburtsdatum ein. So, machen wir mal hier. Dann wisst ihr, wann ich Geburtstag ist da, also habe. Nämlich Geburtstag. So. Und wir stimmen den Nutzungsbedingungen zu, ist ja natürlich klar. Und das ist auch nochmal der Hinweis für Minderjährige und so. Und so sieht das Ganze dann auch aus. Ihr seht, Spieler-ID haben wir noch nicht. Deswegen werden wir das alles jetzt auch nochmal hier grob einrichten. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, habe ich WLAN eingeschaltet? Nee, das WLAN habe ich nicht eingeschaltet, weswegen ich das mal ganz kurz machen werde. Und jetzt ein neues Spiel starten werde. Wir werden uns das nur ein bisschen mal angucken, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, man kann das auch ohne Spiel spielen, ohne Dingens spielen. Deswegen werden wir da einfach mal drauf schauen. So geht das Ganze halt los. Ne? Man sieht auch, der ganze Style ändert so ein bisschen, ist halt auch ein bisschen kinderlich geprägt und alles. Ne? Und hier ist halt ein Café. Oh, guckt euch mal das Glurak an. Ne? Kann man das überspringen? Nee, das kann man nicht überspringen, aber was soll's. Wird auch noch richtig interessant, wie gesagt, da sehen wir auch Mauzi. Hier gibt's halt verschiedene Pokémon, die auch nämlich dabei helfen, euer Café oh, guckt mal euch das wie Evoli an. Ja, jawoll. Ja, Entschuldigung. Ja. Jetzt sieht Evoli anders aus. Und jetzt machen sie ihr eigenes Café auf. Denke ich zumindest. Naja, jetzt kommen wir halt natürlich ins Spiel, das ist klar. Und da sehen wir es jetzt. Da ist die Besitzerin der anderen, da ist sie, das Lea. Guten Morgen, ich heiße Lea und wir arbeiten ab heute zusammen. Du leitest den Laden hier, stimmt's? Entschuldigung, aber wie war gleich noch dein Name? Genau, jetzt können wir unseren Namen eingeben, maximal 10 Zeichen. Ihr seht das jetzt. Jetzt müssen wir natürlich hier draufklicken. Die Tastatur wäre jetzt nicht schlecht. W-A-D-I. Ne, nicht warum, sondern Wadi. Würde, glaube ich, einfach mal reichen. Ne? Wadi. Name kann später nicht geändert werden, habe ich gerade gelesen. Natürlich. Habe ich jetzt nicht gesehen. So. Da ist Evoli. Ne? Oh, jawohl. So.
Zuerst sollten wir uns aber um die Vorbereitungen für die große Eröffnung kümmern, also nichts wie ab in die Küche. Und dann klicken wir hier drauf, das ist quasi auch so ein bisschen Tutorial-mäßig, was hier nämlich gerade abgeht. Also muss man auch sich nicht wundern. Und jetzt wird auch nochmal erklärt, wie das Ganze hier funktioniert. Am besten schwingen wir gleich mal den Kochlöffel und ziehen dabei die Küchengeräte einen Bestandstest. Hoi! So. Die Icons stehen für die Motivation von Evoli und anderen Pokémon. Verbinde zwei oder mehr dieser Evoli. Dann helfen uns die Pokémon bei der Zubereitung des Gerichts. So, da steht's jetzt. Verbinde mindestens zwei Icons, um sie zu entfernen. Doch ab und zu auch immer... warte nochmal. Verbinde mindestens zwei Icons, um sie zu entfernen. Doch hab auch dabei immer die Zugzeit und die Zuganzahl im Auge. Genau. Das müssen wir immer wieder darauf achten. Jetzt machen wir das mal. So, jetzt können wir das mal einfach fabelhaft. Super, das lief ja wie geschmiert. Vorsicht, die Restzuganzahl für die Zubereitung des Gerichts sinkt mit jeder Bewegung von Elementen. Ja, das heißt, wir haben ja jetzt gerade gesehen, da waren gerade noch 19 Stück. So, und jetzt wird es ein bisschen anders. Bei der Zubereitung der Speisen im Café können wir übrigens viele unterschiedliche Pokémon helfen. So, da sehen wir sie nämlich. Also Shiggy, Pikachu, Trassler und... Snowbull. So, jetzt haben wir einmal Bestellung. 10-mal Evoli. Das heißt, jetzt müssen wir genau drauf achten, ne? Wo die nämlich alle sind. So, das sind jetzt 9. So, zack. Na, klappt das so, wie ich es mir denke? Okay, so, da haben wir es jetzt geschafft. Da wurde jetzt einmal so ein Evoli-Espresso gemacht. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Nennen wir es Pokémon-Espresso. Voila! Voila! Deine allererste Tasse Kaffee. Bieten wir sie doch zur Feier des Tages Evoli an. Evo! Evo, nicht Evo, Evo! Ja, sehr schön. Das scheint ihm ja vorzüglich geschmeckt zu haben. Damit wären alle Vorbereitungen soweit abgeschlossen. Ja, warum nicht, ne? So sieht's aus. Entschuldigung dafür, dass es jetzt halt keinen Ton gibt. Ihr hört den Ton wahrscheinlich so ein bisschen über mein Mikrofon. Das werde ich auch noch entsprechend, sagen wir mal, fixen. So, jetzt kommt ein Glumanda vorbei. Oh, schau mal, war die Glumanda ist hier. Ob den Sinn nach frisch aufgebrühtem Milchkaffee sieht? Manda! Ja, wer hätte das gedacht? Das ist der erste Gast. Ja. So, und jetzt machen wir das dann halt noch. Dann werden wir entsprechend das Ganze auch nochmal machen. Jetzt sehen wir es auch nochmal. Neukunde natürlich Glumanda. Starten wir selbstverständlich. Und dann lädt das ein bisschen. Ladezeiten sind sehr kurz, ne? Also hängt auch davon ab, mit welcher Internetgeschwindigkeit ihr das Ganze natürlich macht. Wie gesagt, könnt auch einen Account verbinden und so. So, und genau. Da, um dein Kaffeetalent einzusetzen, musst du zunächst die Leiste unten links im unteren Bildrand füllen. Also ihr seht unten, dass es jetzt auch schon entsprechend markiert. Sieht doch auch sehr toll aus. Indem du die Pokémon-Icons und dir die Motivation der Pokémon zunichte machst. Ja, da steht's. Fülle die Leiste und um ein Kaffeetalent einzusetzen, entfernst du die Icons des ausgewählten Küchenchefs, füllt sich die Leiste schneller. So, eine Bestellung. Einmal entsprechend das Teile, also einmal hier jetzt so. So, 29er-Kombo direkt. Bam! So. Du verfügst jetzt über ein Kaffeetalent. Super. Berühre das Symbol des Talents und ziehe es an die Stelle, wo der Effekt eintreten soll. So. Genau, so sieht das nämlich jetzt aus. Berühre Kaffeetalente und bewege sie umher. Sobald du Talente loslässt, treten ihre Effekte in Kraft. Also setze sie weise ein. So, da sehen wir jetzt Evoli. Bam. Da haben wir es jetzt einmal geschafft und Mission ist erledigt. Da gibt es jetzt auch nochmal einen schönen Milchkaffee für Glumanda. Das war es dann jetzt halt auch nochmal so. Wir kriegen auch jetzt entsprechend, kriegen wir dafür jetzt auch was? Da freut es sich jetzt. Genau. Gut. Da freut sich das Glumanda. Das ist sehr, sehr schön. Klasse, Glumanda wirkt sehr zufrieden. Dank Evolis Hilfe scheint es ihm gleich doppelt so gut zu schmecken. Na, oh, Goldeicheln. Die sind immer sehr wertvoll. Vielleicht ist das ein kleines Dankeschön für uns, weil es so gut geschmeckt hat. Wow, du bist du sicher, Glumanda? Manda! Danke, Glumanda. Ja, so fühlt sich nach langen Freundschaft an. So sieht's aus. Da kriegen wir jetzt zum Beispiel hier oben, sehen wir jetzt auch die Anzahl der Eicheln. Servierst du deinen Pokémon? Ja, toll, dankeschön. Direkt genau dann immer WhatsApp, ne? Kennt ihr das, Leute? Ja, servierst du ein Pokémon, Bestellung, bla 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 und so weiter und so fort. Gut. So, da kommt jetzt ein Pico Chilla, aber
Das werden wir jetzt nicht fortführen, denn ich glaube, das ist an dieser Stelle jetzt erstmal ein bisschen was gewesen. Es macht eine Menge Spaß, wie gesagt, so ein bisschen die Einleitung jetzt mit reinzubringen, hier mit Pokémon Kaffee Mix für Android jetzt mal zu sehen. Sieht natürlich im iOS-Bereich wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Auf der Switch wiederum ganz anders. Also das möchte ich auch nochmal ganz kurz mal erwähnen. Also das hat irgendwie so, ich würde jetzt mal einfach mal glatt behaupten, das sieht halt überall ein bisschen anders aus. Also ja. Das jetzt erstmal für den Moment hier mit Pokémon Kaffee Mix für die Präsentation auf einem Android-Smartphone. Ja, so viel dann für diese App, für die Pokémon Kaffee Mix App, eine Spiele-App für jeden, sage ich mal, einfach von 9 bis 99, könnte man sagen. Im Großen und Ganzen sehr schickes Design, aber auch sehr schicke Aufgaben, die man da machen kann. Ihr habt gesehen, wie es diesmal flüssig gelaufen ist, im Gegensatz zu den letzten App-Check-Ausgaben, wo mal nichts funktioniert hat oder wo es wirklich, sagen wir mal, sehr Verzögerung angekommen ist. Um mal kurz dieses Programm auch nochmal zu loben, für was ich das verwende. Wer es gerne wissen will, kann es mir ruhig gerne in die Kommentare schreiben oder per E-Mail an waldi@derchotv.de. Dementsprechend, wenn ihr auch auf unserem derchotv Discord seid, da findet ihr den Link auf derchotv.de im Übrigen, könnt ihr gerne dann auch da die Infos dazu bekommen. Zur App an sich verdient diese ganzen Bewertungen, finde ich auch sehr schön. Schön gemacht, ist halt ein Zeitvertreib für unterwegs sein oder wenn man halt wirklich mal ein bisschen ein chilliges Pokémon-Spiel auf dem Handy spielen will, wenn man nicht gerade Pokémon Go spielt. Ne? Einerseits mal deswegen gesagt. Wäre jetzt auch eine Möglichkeit, Pokémon Go unter anderem zu präsentieren, aber ich glaube, das wäre eher auch so ein bisschen was, nicht als App-Check live für Twitch, sondern eher um eine ganze Twitch-Session daraus zu machen, wäre vielleicht auch möglich. Wer weiß. So viel dann. Ja, da hat sich mein Handy verabschiedet, beziehungsweise, lädt's noch? Ja, es lädt noch. So viel dazu, also der Debugging-Modus ist aus. Das muss mal einfach hier so gemacht werden, genau so. Und dann würde es theoretisch funktionieren mit dem Programm, was ich auch benutze. Ist komplett legal, wurde auch auf einer seriösen Seite präsentiert. Naja, für die, die es seriös finden. So viel dann dazu, wie gesagt, Links zum Spiel, Infos zum Spiel und die Download-Links für die jeweiligen App-Stores gibt es unten in der Videobeschreibung. Zur offiziellen Seite, die ich vorhin auch schon präsentiert habe, gibt es auch einen Link zum Nintendo eShop für die Switch. Da könnt ihr es dann euch auch nochmal holen. Also da sieht es wahrscheinlich auch dann ganz komplett anders aus, wenn ihr es auf der Switch spielen wollt, weil dafür ist es ja auch stets auch zur Verfügung, so wollte ich das sagen. So viel dazu. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hier wieder bei derchotv, sei es auf Twitch, sei es aber auch auf YouTube oder generell auf derchotv.de. Dankeschön und bis zum nächsten Mal hier beim App-Check bei derchotv. Tschüss.